Gedanken zum Tag. Laut und hektisch ist es. Morgendliche Rush-Hour. Die Menschen an der Kreuzung warten ungeduldig darauf, dass die Ampel umspringt. Fahrräder reihen sich an Gruppen von Schülern, dazwischen ein Kinderwagen. Mir geht's da nicht anders. Nur, dass ich auf der anderen Seite der Ampel in meinem Auto sitze. Auch ich warte. Und mein Blick fällt auf eine Sekundenanzeige. Sie wurde vor gar nicht so langer Zeit neben der bestehenden Ampel installiert und zeigt nun an, wie lange die Rotphase wohl noch dauert. Schilder verraten mir, diese Anzeige soll den Autoverkehr in eine bestimmte Richtung lenken. Mich erinnert die Anzeige daran, dass ich schon wieder gebremst werde und warten muss. Ein unangenehmes Gefühl, weil ich ohnehin schon wieder reichlich knapp dran bin. Und während ich den Sekunden dabei zuschaue, wie sie verrinnen, werde ich immer ungehaltener. In Gedanken bin ich bereits bei der Parkplatzsuche und schimpfe los. Über die Stadtplaner, über andere Autofahrer, über teure Parkplätze und vieles mehr. 68 Sekunden noch. Nach einigen Momenten ist mein Zorn in einer Schimpftirade aufgegangen. Ich frage mich, woher kommt meine Ungeduld? Wieso bringen mich Verzögerungen, die ich nicht beeinflussen kann, so sehr in Rage? Ich wünsche mir mehr Gelassenheit. Einen neuen Blick auf meinen Tag. Sicher, einige Dinge kann ich nicht ändern. Seien es nun Termine, Meetings, Aufgaben. Dafür will ich versuchen, geschenkte Momente besser zu nutzen. Für mich, fürs Nachdenken, für Ruhe. Ich blicke nach oben auf die Anzeige. Noch 21 Sekunden. Ihr Diakon Sebastian Schäfer aus Ingolstadt.